ich dir, wie du dieses kurze, kleine, wunderschöne Intro von Charlie Puth, See You Again, auf dem Klavier spielen lernen kannst. Starten wir mit der linken Hand. Die hat insgesamt 3 Griffe. Und unsere Hand bleibt immer genau in diesem Abstand. Sie geht nicht auseinander oder zusammen. Und das ist sehr schön. Also so liegt immer als ein Finger auf einer Taste. Und wir können uns voll auf den kleinen Finger konzentrieren. Der startet zuerst hier auf dem G. Und der Daumen liegt dann automatisch nämlich auf dem D. Die beiden gleichzeitig. So, die Hand bleibt genau so. Und der kleine Finger geht jetzt aufs D, also auf die Taste, die der Daumen gerade gespielt hat. Jetzt geht der kleine Finger aufs A. Dann liegt der Daumen automatisch auf dem E. Und wieder hoch auf D und A, wo wir davor waren. Und das sind unsere 3 Griffe. Ich habe den hier jetzt schon zweimal gespielt. Also wir haben einmal G, D, A. Das waren unsere 3 Griffe. Und jetzt wiederholen wir das D. Und das wird immer so wiederholt. Das ist das, was die linke Hand spielt. Die rechte Hand spielt die folgenden Töne. Also, das sind diese Töne, ich spiele mit Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Kleinfinger. Rein theoretisch kannst du den kleinen Finger oben spielen, wenn das für dich besser ist. Aber ich glaube, für viele ist es so besser. D, G, A, H. Einmal aufwärts. Auf dem H bleiben wir lange. Und dann gehen wir auf das A. Übrigens, wenn ich H sage, da meine ich das deutsche H. International wird der Ton B genannt. Nicht zu verwechseln mit diesem Ton, den nennen wir in Deutschland B. Und international B-Flat. Okay, das nur zur Klarheit. Wir haben die Töne D, also aufwärts, D, G, A, H. Das wird lang gespielt und dann das A. Okay, Achtung, danach kommt der nächste Überabschnitt. D, E, D, Fis. So, pass auf. Wenn ich jetzt mal die linke Hand jetzt schon mal dazu nehme, sieht das Ganze so aus. Die rechte Hand startet alleine. Und mit dem H in der rechten Hand spielt die linke Hand den ersten Griff. Wenn die rechte Hand das A spielt, geht die linke hoch aufs D. Erstmal bis dahin. Super, Achtung. Wenn die rechte Hand spielt, spielt erst der Daumen alleine. Jetzt, wenn der Zeigefinger das E spielt, spielt die linke Hand den Griff mit dem A. Rechte Hand alleine und bei dem Fis in der rechten Hand geht die linke auf D und A. Rechts, zusammen, rechts, rechts, zusammen. Okay, super. Schau mal, mit beiden Händen zusammenspielen ist eine der größten Herausforderungen am Klavier. Wenn du überhaupt ein bisschen Nachhilfe brauchst und neu am Klavier bist, schau mal in der Videobeschreibung, habe ich einen kostenlosen Piano-Crashkurs für Anfänger. Empfehle ich dir sehr, die meisten meiner Abonnenten sind dabei. Und am besten pausierst du das Video kurz und holst es dir, damit du das nicht vergisst. Okay, wenn du jetzt zurückkommst, machen wir weiter. Ich spiele dir erst nochmal alles vor, was wir bisher haben. So, Achtung, jetzt kommt ein großer Griff in der rechten Hand. Und zwar dieses hier. Die Hand soll am besten so liegen, dass der Daumen auf dem D ist. Fis, Ringfinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Achtung,
Du musst das nicht so spielen, die Hand soll nur ungefähr so liegen. Zum Beispiel ist es manchmal schwierig, dass der Finger hier dazwischen passt. Ja, ungefähr so sollte die dann platziert sein, so weit auseinander. Nicht mehr so, sondern diesmal so. Ja, also, und jetzt spielen wir Daumen D, Zeigefinger Fis, Mittelfinger A, Ringfinger H, kleiner Finger Cis. So, du kannst theoretisch das hier weiter unten spielen, die Töne. Das muss nicht hier oben sein. Ja, oh, ich rutsche hier runter. Und mein Ellbogen hilft meiner Hand so ein bisschen aus. Guck mal, der Arm bewegt sich mit. Ah, kleiner Finger ist immer gemein. Jetzt abwärts. Die gleichen Töne abwärts, nur der letzte Ton ist nicht mehr das D, sondern das E. So, und Achtung, danach wird es noch leicht. Hier haben wir E, D, zweimal das E, diesmal mit dem Mittelfinger, das Fis mit dem Ringfinger und mit dem Zeigefinger das D. Also da nochmal, Daumen E, Zeigefinger D, zweimal mit dem Mittelfinger das E, Ringfinger Fis, Zeigefinger D. So, das ist der letzte Überabschnitt. Pass auf, jetzt die letzten beiden zusammen, wo ich hier hochgegangen bin. Abwärts. Jetzt E, zweimal, Zeigefinger, E, Ringfinger, Zeigefinger, D. So, ich spiele es noch einmal vor. So, pass auf. Und jetzt mit beiden Händen zusammen. Hier haben wir jetzt die rechte Hand erstmal alleine. Und wenn der Ringfinger spielt, spielt die linke Hand G und D. Rechte Hand alleine. Wenn der Zeigefinger das Fis spielt, geht die linke Hand aufs D. Rechte Hand alleine. Alleine. Wenn der Daumen, der Mittelfinger das E spielt, geht die linke Hand auf A und E. Rechts alleine. Und mit dem Zeigefinger links auf D und A. Wir haben links wieder die gleichen Akkorde, die gleiche Reihenfolge. Ich spiele es hier noch einmal vor. Jetzt G. Jetzt D. A und jetzt kommen D und D zusammen, aber die rechte Hand spielt erst und dann die linke. Ich spiele es etwas schneller vor. Entschuldigung. Und jetzt mal alles zusammen mit dem Teil von weiter vorne. So, und das ist das kleine, wunderschöne Intro von See You Again von Charlie Puth. Vergiss nicht den kostenlosen Crashkurs für Anfänger, wenn du neu bist auf dem Channel oder Anfänger am Klavier. Und wie immer freue ich mich über deinen Besuch auf meiner Seite werdemusiker.de. Schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video.